Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Das ist das Ziel, das Jesus mit uns allen hat, dass wir innerlich Wohnung nehmen. Im Haus des Vaters, im Himmel. Dort ist unsere Heimat. Und alles, was wir hier auf Erden tun, das ist nur sozusagen die Vorbereitung für diese Wohnungen im Himmel. Dass wir auch selbst heilig werden, um in diese Wohnungen einziehen zu können. Denn das Ziel ist, beim Vater zu sein, im Vater zu sein. Und wir sind alle viel zu sehr auf das, was wir jetzt haben und tun, ausgerichtet. Das Innerweltliche, das jetzt für uns das ganz Konkrete ist. Wir halten oft zu sehr daran fest. Wir meinen, unser Leben geht, kommt und geht mit diesem Irdischen, das wir jetzt in Händen halten, was uns beschäftigt. Und der weitere Horizont für den Himmel, der fehlt. Ähnlich wie der Apostel Thomas, der sagt: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg kennen? Er hat nur das gesehen, was jetzt stattfindet mit Jesus, aber nicht den tieferen Sinn, dass es darum geht, dass er der Weg zum Vater ist, diese Beziehung zum Vater. Das hat er nicht wahrgenommen. Und so geht es uns eben auch. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, auf Jesus zu schauen, auf seine Liebe zum Vater, auf sein Ziel. Das einzige Ziel von Jesus ist es, beim Vater zu sein und in seinem Dienst, in seiner Sendung, in seinem Gehorsam ist es für ihn nichts anderes als eine besondere Form, beim Vater zu sein. Selbst wenn er dann am Kreuz sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ist hier der reine Gehorsam sichtbar. Und dieser reine Gehorsam in der Finsternis der Seele ist eine besondere Weise, beim Vater zu sein. Jesus hat in seinem Sterben und in seiner Auferstehung für uns alle diese Wohnung im Himmel geschaffen. Er hat so viel für uns gegeben und getan, so viel gelitten. So wollen auch wir uns bemühen, auf seine Liebe zu antworten, mit allem,
was wir sind, was wir tun und reden und denken. Und dass wir mit ihm seine große Liebe teilen. Die Liebe zum Vater, in der er Geborgenheit, Glück und Erfüllung findet. Amen. Vergelt's Gott.